So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir das Level von Twix, nicht das Level von Twix, sondern den Vorschlag von Twix uns angeschaut und das Level von Chosen abgebrochen. Aus Gründen. Jetzt gucken wir mal, ob hier was passiert ist. Fabi hat wieder was gebaut. Spring Science Prototype. Okay, ich denke, das können wir uns problemlos angucken. Ach, das ist wieder so eins, was er bald löschen wird wahrscheinlich. Okay. Er hat ja schon mal was mit dem Springboard gebaut, ne? Ist das jetzt das gleiche? Ne, das ist ein anderes. Ne, das ist... Es ist ähnlich. Und jetzt kann ich auch nicht nochmal einen Pow bekommen, ne? Der kommt nur einmal da raus. Okay. Ich habe ja damals ein bisschen was gebreakt. Okay, das ist auch ähnlich. So, den kann ich aber jetzt mitnehmen. Okay. So. Da kommt eine Feder raus. Da ist noch einer. Also ich könnte jetzt... Oder kann ich das überhaupt? Ne, ich kann ihn gar nicht von der Seite auslösen, ne? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Habe ich irgendwas gebrochen, dadurch, dass ich Quatsch gemacht habe? Wir spielen es mal so, wie es gedacht ist, I guess. Aber hier ist ja... Hier liegt ja schon ein... Achso, der ist wahrscheinlich, falls man den drückt oder... Keine Ahnung. Wir nehmen den jetzt mal nicht mit. So. Der zieht einfach nur hier runter und das macht aber... Ah, warte mal, da kommen mehrere P-Switches, ne? Nö. Ja, wo ist... Wer will denn... Das hat vorhin nicht, ist vorhin nicht passiert. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Vielleicht muss ich das wirklich auf dem Ding draufdrücken. Yo, was zur Hölle? Jetzt kann ich den nehmen. Null. Und jetzt? Soll ich jetzt einen Pow-Jump darüber? Was? What? Ach nee! Hä? Nee, das soll ich auch nicht. Ich dachte, ich soll vielleicht jetzt mit dem irgendwie... Ah, doch, so soll ich das machen. Verstanden. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig, dass man da so einen richtigen Swoosh. Ja, so viel dazu. Hat das jetzt gerade schon gelöscht oder was? Was ist passiert? Hast du es in dem Moment gelöscht, Fabi? Dann haben wir es gerade noch gespielt. Gerade noch so. Ja, da ist es weg. Ja, Deleted Soon ist durchaus ernst gemeint gewesen. Das war ja Timing. Das muss man erstmal schaffen. Gut, dann haben wir nichts zu tun. Das heißt, wir spielen Stressed weiter. Sehr dafür. So, wo sind wir denn?
Wir sind, glaube ich, bei jetzt wirklich stressed out und nicht mehr stress-free. Und zwar 1-1. Sehe ich das richtig? Stress-free haben wir es soweit, bis auf die, die ich nicht spielen kann, haben wir die durch. Ja, stressful heißt das Ding jetzt. Okay. Und das spielt sich in SMBU ab. Alles klar. Worry about the jumps. Na dann. Damals hieß es noch Enjoy, jetzt heißt es Worry about. Let's go. Machen wir uns mal Sorgen um die Sprünge. Aber 3%. Wir haben es ja auch schon gesehen, dass das Winter Stressed Out, was wir schon gespielt haben, das war ja auch im Rahmen, ne? Also das war ja alles nicht so schlimm wie das SMW Stressed. War das alles SMW bisher? Ich glaube, das war alles SMW bisher. Und ich glaube, die sind jetzt dann alle in diesem Stil. Stil, whatever. Normaler Sprung, okay. Ich glaube, da reicht auch ein normaler Sprung. Hoffe ich. Ja. Ich bin nämlich überhaupt kein Fan von diesem. Ja, mit Anlauf, Spin, mit Anlauf, Drehsprung, Quatsch, Dreifachsprung und solche Geschichten. Die kann ich halt überhaupt nicht vernünftig. Ich hoffe, sowas kommt nicht zu oft dran. Sonst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Langsam könnte ein Checkpoint kommen. Ah, weil wenn ich jetzt sterbe, darf ich alles nochmal machen. Und das wird gleich passieren. So wie ich mich kenne. Ich habe ja keine Ahnung, wo ich hin darf und wo nicht. Es ist ja blind. Oh Gott, das war knapp. Der war fies. Die Stachel da war ein bisschen fies, aber okay. Oh Gott, gib mir den Checkpoint. Dankeschön. Puh, das war ein langer Abschnitt. Mein lieber Scholli. Oh boy, oh boy! Die kommt nicht wieder, ne? Na. Ah, die wollte ich noch gar nicht auslösen. Aber wir haben ja Checkpoint. Zum Glück gehabt. Aber diese Stressed-Levels sind halt, finde ich, echt cool, um so ein bisschen dieses mehr geskilltere Spielen sich beizubringen. Sind die ganz nett. Bis halt auf dann die, wo. Nein, ich habe Quatsch gemacht. Kriege ich gerettet. Bis halt auf die. Wow! Den habe ich nicht gesehen. Zu spät, beziehungsweise habe ich den gesehen. Bis auf die. Na, hier sag schon. Huch. Die ich halt nicht schaffe. Da bin ich ja wieder zu unfähig für, weil die dann wieder zu lang sind und zu viel Zeug, was ich nicht hinkriege und habe ich die Zeit nicht für. So. Okay, also gleich nochmal Spin Jump machen. Der Indikator war ja da und da hätte ich mehr Schwung nehmen müssen. Okay. Also der Checkpoint kam genau rechtzeitig. Kann man nicht anders sagen. So, ich habe ja hier. Was mache ich denn für einen Blödsinn bei dem Swamp? Ah! Warum? Warum bin ich so? Weil jetzt sind wir auf alle möglichen Arten und Weisen bei dem Swamp gestorben. Jetzt könnten wir es dann auch mal schaffen. Ja, wir haben jetzt alles durch. Alles durch, wie man an diesem Swamp sterben kann. Und jetzt sterben wir nicht mehr an dem Swamp. Und auch nicht mehr an den Wandschein danach. Jetzt springen wir einfach drüber, weil das ist kein schwieriger Sprung. Ich stelle mich nur an. Ich weiß nicht warum. Ist einfach nur drüber. Dankeschön. Irgendwo muss jetzt ein Mann. Oh Gott, ich weiß ja immer nicht, wann das dann kommt. Oh, yes. Und jetzt würde man seine drei Leben bekommen. Sehr schön, das war Nummer 1-1.
von stressful. Und damit weniger stressig als stress-free. Entschuldigung. Aber wenn wir das mal gucken, ich glaube, das hängt wirklich an den Welten. Ne? Das hier war alles SMW. Ja, das war alles SMW. Stressful ist dann alles SMBU. Und Stressed Out ist dann alles SMB3. SML3D. Kürzt man das so ab? Ich habe keine Ahnung. Okay. Stressful Mario 1.2. 2,53%, 1 Minute 21. Worry about the Wigglers. Ich mag das wieder so thematisch, ne? Es ist immer irgendwas, was er reingebaut hat. Hier sind es Wiggler, bei dem anderen waren es Sprünge. Bei Stress Free war es noch, ja, Enjoy. Und hier ist es jetzt Worry. Und bei Stressed Out ist es dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Get Angry About, was weiß ich. Yo, hi! Da war ein Wiggler, ein großer, dem wir bei der Geburt geholfen haben. Oh Gott, das war... Nein! Ich hab's zu spät. Ich hab das Zelt... Ich sehe... Warum sehe ich denn diese Indikatoren zu spät? Ach, ärgerlich. Wir waren so weit. Glaube ich zumindest. Jetzt wäre ich bestimmt erstmal bei dem Riesenwickler sterben, der aus der Box rauskommt. So wie ich mich kenne. Wobei, eigentlich, warum sollte ich hier sterben? Es ergibt gar keinen Sinn. Das ist jetzt nun keine schwierige Stelle, bei der man sterben kann, eigentlich. Die Blöcke da oben sind ein bisschen fies. Aber okay. Ah, verstanden! Nein! Ich muss direkt runter, sonst geht der Nächste dahin und dann sind die kaputt und dann wird es nicht mehr gedrückt. Ah, da war ich wieder überfordert. Neue Situation und schon überfordert. So kann es gehen. So. So, so. So. Wow, 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 wow. So, okay. Uiuiui, okay. Jetzt muss ich schnell sein. Also, zack, runter. Nein! Mario, häng dich halt bitte nicht an die Wand, wenn ich das nicht möchte. Das ist somit das Unangenehmste in diesem Level-Thema. Wenn er sich manchmal an die Wand hängt und man das eigentlich gar nicht will, weil man eigentlich einfach schnell weiter möchte. Vor allem, wenn man schnell runter muss und dann hängt er sich an die Wand. Aber er hängt sich halt automatisch an die Wand, wenn er dran ist. Also muss ich dafür sorgen, dass er das nicht tut. Das ist nicht so gut. Nein! Das sind jetzt da... Ich dachte, jetzt ist es genau andersrum. Ich dachte, jetzt ist es jetzt da drüben. Ah, er ist an der gleichen Stelle. Der Muncher ist an der gleichen... Nee, Quatsch, ist er nicht. Doch, ist er. Ach, komm schon. Oh, jetzt hat er sich fast nicht rangehängt. Das wäre jetzt auch wieder interessant gewesen. Wäre jetzt genau andersrum gelaufen als vorhin. Wie vorhin. Also rück. Dann muss ich doch erst an die Wand. Ah, was stelle ich mich denn so an bei diesen Stellen? Dann muss ich doch erst an die Wand ran. Nervt mich immer, wenn ich an Stellen sterbe, an denen ich eigentlich gerne einfach mal weiterspielen würde. Vor allem, weil ich euch damit ja auch wahrscheinlich nerve. Aber ich glaube, da muss ich ein bisschen lockerer werden, was sowas angeht. Ganz allgemein, nicht nur hier. So, jetzt passt die Geschichte. Okay. Yo, 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 wo muss ich hin? Hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Oh, ho, ho, ho. Okay, so langsam könnte dann gerne der Checkpoint kommen.
Da haben wir meinen Checkpoint. Weil nach einer Röhre kommt bei ihm immer ein Checkpoint. Dankeschön. Uff, jetzt sind die ein bisschen schneller. Jetzt sind sie schon alle rot. Boah, aber das war jetzt wieder hier, ne? Bis zum Checkpoint war schon mal eine schwierige... Schwere Geburt. Okay. Aber der Anfang war ja einfach. Tonk, tonk. Tonk, tonk. Tonk. So, direkt einfach mal hier rüber und dann... Ich glaube aber, ich würde gar nicht erst an die Wand gehen. Ich würde direkt auf den drauf fallen. Ich glaube, das ist schlauer. Weiß es nicht, aber ich glaube, das ist schlauer. Na, einfach hier, zack, genau. Genau so. Okay, das geht also. Wow, nicht da oben rüber, sondern hier runter. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wann ich weiterspringen muss. Aber die Reaktionszeit ist freundlich genug. Also man kann schon drauf reagieren, auf die Dinge, die kommen. Wenn ich mal nicht rechtzeitig reagiere, ist es mein Fehler und nicht der des Levels. So, das ist jetzt ähnlich wie gerade eben. Funktioniert auch ganz gut. Und da geht's wieder in die Röhre. Sehr schön. Ja, und jetzt kommt nur wieder dieser Schlusssprung. Das kann man jetzt aber auch nicht versauen. Allerdings den Flagpole oben kann man verfehlen. Ist aber nicht wichtig. Wir brauchen keine True Endings. So. Zack, zack, zack und weiter geht's. Stressful Mario 1.3. 2,32%, 1 Minute 11. Spike Tops. Okay, also werden wir viel Spin Jumpen. Oder viel ausweichen. Oder beides. Ah, es sind die großen Spike Tops. Okay, sind es auch die kleinen. Es sind alle Spike Tops. Ja, das war's. Das war smart. Das war auf jeden Fall richtig smart. Tok. Krieg ich das noch? Krieg ich das noch? Der Safe. Leider ohne Geld. So. Oh, jetzt muss ich ganz oft... Oh, boah, das sollte ich an der anderen Seite. Geht das überhaupt? Kann ich da an dem Viech direkt vorbeirutschen oder trifft er mich? Das muss ich erst ausprobieren, das weiß ich nicht. Also das könnte jetzt schief gehen. Ich muss mal austesten, ob ich da an dem Mann schaue, weil sonst wird das eine kritische Stelle. Das wird sonst eine kritische Stelle. Muss ich erstmal verstehen, wie das geht. Einfach nur, weil ich habe halt die Theorie da noch nicht drauf, ne? Kann ich einfach dran vorbei... Ja, okay. Dann habe ich die Theorie drauf. Aber das wusste ich halt nicht. Ich war mir nicht sicher, ob wenn der direkt an der Wand ist, ob ich da dran vorbei rutschen kann oder... What? Ach so. Oh, ich dachte jetzt gerade, der hängt sich nicht mehr an die Wand und ich habe ein Problem. Aber passt. Indikatoren sind zum Glück ja auch... Ich bin blöd. Da war kein Z-Indikator. Warum mache ich einen Spin-Jump? Indikatoren sind zum Glück ja auch, wollte ich sagen, sehr passend gesetzt. Man weiß immer, was man tun soll. Fast immer. Außer dann, wenn man es gerade mal nicht weiß. Warum da übrigens so ein Donut ist am Boden, weiß ich nicht. Den verstehe ich nicht, den Donut, aber es ist egal. Hauptsache, wir kommen durch. Da sind mir irgendwelche Donuts völlig... Egal, was tue ich denn? Was war das denn? Das war ja komisch. Hier, der da. Den verstehe ich nicht. Warum ist der da? Der hat überhaupt keinen Grund, da zu sein. Also, literally...
Der hat wirklich keinen Grund, um da zu sein. Ich kann es nicht aussprechen, ist egal. Oh mein Gott. So, jetzt rutschen wir hier aber wieder runter. So, easy. Und jetzt sind wir auch gleich wieder an der Stelle, wo wir vorhin gestorben sind. Ja, genau, hier war das. Nein! Ich hab nicht nachgedacht. Habt ihr gesehen, wie ich nicht nachgedacht habe? Ich auch. Es ist erstaunlich, wie überfordert ich schon bin, wenn ich einmal Spin-Jump und einmal normal springen muss. Ne, kaum muss man zwei verschiedene Sachen machen, ist man durcheinander. Zumindest ich. So. Aber jetzt passt die Geschichte gleich wieder. Also nach einem Spin-Jump kann man sich anscheinend nicht wieder an die Wand hängen. Sehe ich das richtig? So, jetzt springen wir normal rüber. Ich weiß nicht, warum ich das vorhin anders... oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, natürlich sind wir vom Checkpoint gestorben. Jetzt mehrmals. Ah, so, okay. Blaue. Die sind, glaube ich, schneller oder so. Weiß es nicht. Ah. Das hätte knapp werden können. Hat aber funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Okay. Es war kein Set, deswegen bin ich auch nicht mit einem Spin-Jump. Jetzt aber Spin-Jump. Okay. Und... Wait, ich kann mich also wieder daran hängen. Wie denn? Ach so, abspringen kann ich trotzdem. Ich hänge nur nicht dran. Alles klar. Ja, ergibt Sinn. Ergibt vollkommen Sinn. Ich kann abspringen von der Wand jederzeit, aber mich eben nicht wieder an sie ranhängen, wenn ich mit einem Spin-Jump hinkomme. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Wenn man da drehend an so eine Wand ranspringt, warum sollte man sich ranhängen können? Das ist komplett unlogisch. Also wenn das gehen würde, ist es komplett unlogisch. Deswegen ist es logisch, dass es nicht geht. Ich habe Quatsch gemacht, habe es aber gerettet. So, also wir müssen rechtzeitig abspringen. Jetzt. Sehr schön. Kein Z bisher, kein Z bisher. Normale Pfeile. Da ist ein Z. Und da ist meine Röhre ins Glück. Und da ist mein Ziel. Ich gehe gar nicht erst da hoch. Wir gehen gar nicht erst Leben suchen, sammeln. Ist egal, brauchen wir nicht. Alles gut, Hauptsache Ziel ausgelöst. Sehr schön. Das war dann schon die erste Welt von Stressful Mario. Prima. Gut, ja. Dann weiter im Programm mit 2.1. Stage 1 in the second stressful world. Sit up and worry about the slides. Okay, jetzt müssen wir viel rutschen. Huh. Ich bin gespannt. Das Schöne ist ja, 2.2 können wir einfach überspringen, weil haben wir schon gespielt. Hihi. Jetzt sliden wir also. Irgendwann sliden wir. Da sliden wir. Stimmt, mit der Physik habe ich eigentlich noch gar nicht so viel... So viel gemacht. Das ist tatsächlich wahr. So. Vielleicht sollte ich nicht nur sliden. Oh Gott, ich hatte Bedenken. Ich hatte Bedenken, rechtzeitig jetzt abzuspringen und dann bin ich einfach gar nicht gesprungen, was auf jeden Fall auch Quatsch war. Eieieiei, okay. Hui. Hui.
Weil der Anfang ist ja super easy. Es ist halt mit diesen Eiszapfen, man hat so viel Angst, rechtzeitig bzw. zu spät. Oh Gott, das ist so kritisch. Man kann es überhaupt nicht vernünftig abschätzen, was man wie tun muss. Nein! Ich darf da nicht nur sliden. Also wenn ich nur slide, ist es zu langsam. Ich muss da rennen. Okay, ich muss da rennen. Puh. Das ist jetzt so ein bisschen... Das ist jetzt so ein bisschen mehr Nervenkitzel tatsächlich. Einfach weil man es noch nicht so gut abschätzen kann. Mit dem Rutschen, mit dem Sprung, mit der Geschwindigkeit. Das kann man noch nicht ganz so gut abschätzen. Das hat ja ganz gut funktioniert alles. Und jetzt muss ich halt einfach selber rennen. Nein, ich muss das! Oh. Da muss ich noch durchrutschen. Das habe ich nicht gesehen. Oh. Den Fehler macht man auch nur einmal. Den Fehler macht man auch nur einmal. So. Also rutschen, Eisblöcke kaputt rutschen und dann lieber laufen, damit man darüber kommt. Okay. Jetzt habe ich... Oh, natürlich wieder direkt vorm Checkpoint. Es ist doch unglaublich. Es ist immer das Gleiche. Wow. Okay, gut, dass wir einen Checkpoint hatten. Kann noch nicht so gut abschätzen, wann ich aufhören muss zu rutschen. Da könnte ich definitiv aufhören zu rutschen. So. Boah. Ich habe das überhaupt nicht. Ich habe die Stacheln überhaupt nicht wahrgenommen. Oh, diese Sprünge. Diese Eiszapfensprünge. Ich worry mehr about die Eiszapfen als about die Slides. Aber gut. Oh boy. Und jetzt warten wir. Okay. Und ich dachte, das war zu knapp, aber es hat funktioniert. Ich kann das überhaupt nicht abschätzen, ob es passt, aber bisher passt es. Gib Gummi. Oh, das war knapp. Okay. Zum Glück waren da jetzt nicht links und rechts Stacheln. Oh, yes. Sehr schön. Oh, yes. Okay. Prima. Damit haben wir 2-1 auch gesehen. Und können uns dann jetzt 2-3, 3-1, 3-2 und 3-3 im nächsten Part widmen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.